Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Yondere Simulator. Auf jeden Fall habe ich heute mal was ein bisschen anderes vor. Ich habe ja sonst immer ziemlich viel, was heißt gescheatet, die Möglichkeiten ausgenutzt, habe mich hin und her teleportiert, habe Beliebtheit hochgemacht und das lassen wir heute einfach mal. Ich versuche wirklich jetzt einen nach den anderen zu töten, rauszuziehen, ohne aufzufallen. Und ohne zu cheaten, außer beschleunigen, weil sonst ist es ziemlich langweilig in manchen Momenten. Und ja, die kommen jetzt alle. Ich würde sagen, warten wir mal, bis sie da sind. Was jetzt schon mein erster Cheat quasi wieder ist. Aber beschleunigen müssen wir echt. Beschleunigen muss sein. Beschleunigen könnt ihr übrigens mit Plus und langsam, verlangsamen wieder mit Minus. Für die Leute, die immer noch Probleme mit der Steuerung haben. Findet ihr aber natürlich auch alles in der auch deutschsprachigen Wiki. Die gibt es auch. Müsst ihr einfach mal Google anwerfen. Google sagt euch das. Google liefert gute Ergebnisse, ist recht zuverlässig und... ja. Nee? Wie findest du das? Findest du gut? Oh, Senpai, er ist so süß. Ich liebe Senpai. Liebst du Senpai? Wenn du Senpai liebst, bist du bald tot. So, Kakuna. Weißt du? Deine Brüste, ne? Ich darf nicht cheaten. Das hätte ich jetzt auch große Brüste gemacht. Obwohl, ist große Brüste wirklich cheaten? Ich meine, ich kann mich auch operieren lassen. Du! Dankeschön. Okay, du backst ein bisschen fest. Ist okay, solange ich dich als Foto bekomme. Ja, wahrscheinlich nicht, weil die jetzt zwei gleichzeitig sind. Oh, ihr seid nervig. Ihr seid nervig, dann gehe ich mal ganz kurz zu Kranken... Oh, ist das süß. Ja, ist das süß. Zur Krankenschwester. Denn die muss mir helfen. Frau Schwester, mir geht es nicht gut. Ich hätte gerne Brustvergrößerung. Bitte, operieren Sie mich gleich hier. Bitte, bitte, ich hab's nötig. Bitte, ich brauche größere Brust, damit Semper mich liebt. Okay? Danke, danke, danke. Endlich kann ich erstmal Kakuna aufnehmen. Ich hab Riesentetten. Ah, oh, Kakuna ist ein bisschen... Oh, hi. Mädels, Tachchen, Süße. Oh, Schmuse, Busi. Bussi, 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 Bussi. Ach, mach ich die halt. Bussi, Bussi, Ich muss einmal Beliebtheit und alles hochkriegen, ne? Ist ja zum Kotzen, sonst folgen die mir nicht. Diese Challenge, in Anführungszeichen, kotzt mich jetzt schon an. Hey, du hast doch bestimmt dein BH verloren, ne? Ja, darf ich dir helfen? Ja, dein BH, ich weiß. Ich möchte dein BH holen. Darf ich dein BH holen? Hab ich zugestimmt? Ja, gut. Du siehst toll aus. Du siehst scheiße aus mit deinen Riesentitten. Meine sehen besser aus. Dich habe ich schon fotografiert, ne? Oh, jetzt hör doch mal auf, die zu bewegen. So, die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ne? Kakuna bekommt gleich einen Anruf. Da müssen wir auch noch hingucken. Das ist so süß. Bleib sitzen, mein Liebling. Bleib sitzen. Ich werde sie alle für dich umbringen. Hey, Boy. Du bist nicht so süß wie er. Du auch nicht. Und du bist so blöd. So, diese Fotos machen Kotzen einen so richtig an, einfach. Aber sie müssen teilweise sein. Jo. Und weil mich Leute immer noch fragen, was es eigentlich mit dem Mädchen, weil ich es gerade sehe, da hinten am Baum zu tun hat, ich zeig's euch gleich nochmal, mit der kann man ja eigentlich nichts machen, beziehungsweise man kann mit ihr nichts machen, man kann nicht mit ihr interagieren, sie ist nicht da. Sie ist rein optisch da, aber sie ist einfach nicht da. Sie ist nicht anwesend, sie ist nicht vorhanden. Kümmert euch also nicht um sie. Hey, Cocky, kriegst du nicht gleich einen Anruf? Cocky! Cocky, Cocky, ja. Warte auf mich! Oh, Cocky! Warte doch, ich bin genauso schnell. Ja? Hello, it's me. I was wondering if after all these years you liked me. To get over. Everything. Ich hab sie umgebracht. Ich hätte sie auch anders umbringen können. Das war eine spontane Entscheidung. Ich hätte ihr auch einen Mord in die Schuhe schieben können. Es war, wie gesagt, eine spontane Entscheidung, Leute. Man redet nicht über spontane Entscheidungen. Sie sind spontan und dann entstehen sie spontan. Und dann macht man sie spontan. Da, 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 da. Ich muss mich umziehen. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Dankeschön. Danke, Kakuna. Oder Kakuna. Oder wie du auch immer heißt. Das ist mir doch egal. Übrigens sprinten mit S... Nee, mit Shift. Wieso mit SDRG? Ich sag immer mit SDRG, also mit Shift natürlich. Wie eigentlich in jedem Game, Leute. Wenn ihr schon mal Minecraft... Sprintet man Minecraft auf Shift? Ich glaube ja. Nee, da kann man sich fest. Stimmt. Oder?
weiß ich nicht mehr. Ich habe Sprinten und Minecraft auf Q. W und Q drücke ich dann immer gleichzeitig, dann kann ich sprinten. Das ist so meine Sache. Ich kann mich nochmal duschen, auch wenn ich sauber bin. Oh ja, reib dich. Reib dich so richtig sauber und ich mag es, dass so rollt. Rollt! Ach, ich hätte nicht mit Spanisch aufhören sollen. Aber Spanisch ist kacke. Wenn ihr jemals die Wahl zwischen Spanisch, Französisch und Latein habt, dann nehmt auf jeden Fall nicht Latein. Latein ist das Schlimmste. Dann nehmt auch nicht Spanisch, obwohl Französisch hatte ich nie. Ich weiß nicht, wie scheiße Französisch sein kann. Wahrscheinlich auch doof. Bleibt bei Deutsch. Aber ich bin auch schlecht in Sprachen, muss ich sagen. Ich putze. It's fresh. Ah, exciting. Ich putze das Blut. Das kann nicht gut. Ich putze das Blut. Ich meine, guck mal, dafür habe ich auch extra so ein Badeoberteil angezogen, damit das Blut mich jetzt nicht so, ich wollte sagen, feucht macht, aber es kann schon sein, dass sie es anregend und geil findet, aber irgendwie sollte ich es nicht aussprechen. Gut, ich nehme zurück. Und wie viel kann ich damit, okay, hier ist der, ich wollte gerade sagen, so, wie viel kann ich damit jetzt bitte aufwischen? Und dann war da das Ende, gut. So, nochmal füllen, ich darf sie nicht mal füllen mit einem Trick. Ich hätte da Blut reinfüllen, aber das kann ich auch anders. Das kann ich nämlich auch so. Gib's mir. So. Dabei machen. Oh, der Brian, ja. Oh, yeah. Hä? Nein, nicht nochmal. Wie? So. Swap. Oh, yeah. Mein Fußabdruck muss swap. Er muss swap. Ich lass einfach mal so stehen. Hi, Mädels. Na? Wie geht's euch? Eigentlich müsst ihr alles gesehen haben, ne? Nee, okay. Er hat nichts gesehen. Er kann ja hier nur diesen Gang sehen. Und jetzt ist Schulzeit und ich darf mich nicht teleportieren. Oh mein Gott. Jetzt muss ich auch noch laufen. Aber erstmal. Ist das eigentlich Cheaten, wenn ich mir sowas im Mund mache? Nee, ne? Das ist kein Cheaten. Ich meine, das sind Haaraccessoires. Das darf ich machen. Miau. Ich finde, es hört sich immer noch wie so ein japanischer Orgasmus an. Das ist einfach so schlimm. Da waren Menschen. Hallo, Frau Lehrerin. Ich möchte gern in den Unterricht. Darf ich das? Ja, darf sie das? Ja, darf sie. Gut. Lass mich in den Unterricht. Was? Nein! Ich hab die Leiche nicht verbrannt. Oh nein, ich hab alles reingetan, aber die Leiche nicht verbrannt. Oh nein. Das ist dumm. Das war pure Dummheit. Das war die dümmste Dummheit, die ich je gemacht habe. Ich hab diese fucking dumme Leiche nicht verbrannt. Oh. Dann finde ich halt den BH da ein. Ich habe die Infos über Kokuna noch. Dann muss ich halt was anderes machen. Dann muss ich das halt anders. Denke ich halt um. Oh, ich vergesse manchmal die Leichen zu verbrennen. Das darf mit dem echten Leben nicht passieren. Ich meine, was? Hallo, BH. Ich meine, wieso? Was ist hier passiert, dass ihr im BH hier liegen lässt? Warum? Warum? Du bist eine größere Schlampe als Katja Krasavitsch. Oh. Oh mein Gott, ich renne gegen eine Wand. So fühlt sich das also an, immer gegen eine Wand zu rennen mit seiner Karriere. Okay. Jetzt sind meine Titten wieder klein. Oh, das waren nur kurze Silikonbrüstchen. So. Hi, Mädels und Jungs. Ich muss die nochmal fotografieren, weil die haben sich ja bewegt vorhin. Und dann haben eine von denen mich auf jeden Fall nicht fotografieren lassen. Ich glaube, die andere zwar, aber ich nehme nochmal beide. Oh, Baby. So, es sind einfach zu viele Schüler da. Ugh. Komm schon, bitte. Dankeschön. Hä? Jetzt habe ich die Rosa erwischt? Ich meinte die hier, die blaue? Hä? Okay, dann nicht. Ich will euch gar nicht fotografieren. Wisst ihr, seid kacke. Ihr seid alle kacke. Ich hasse euch. Hä? Geh ich halt in den Unterricht? Oh, ist das süß. Unterricht, ich bin kein kleiner Wicht. Hallo, Frau Lehrerin, jetzt aber wirklich. Go to school. Okay, was gehe ich hoch? Ich gehe hier. Stärke oder so. Jetzt habe ich meine Unterhose nicht an. Geil.
Doch, ich brauche die Pause. Ich habe etwas vor. Etwas Großartiges. Hi, darf ich eigentlich in deinen Club? Du siehst toll aus. Darf ich jetzt in deinen Club? Oh, jetzt geht er weg. Wo gehst du hin? Ich verfolge dich. Nö, ist mir zu langweilig. Lass mich hochgehen. Es ist Mittagessenszeit. Und oben sind Menschen, die warten auf ihr Ende. Es wird niemand merken, oder? Es wird niemand merken. Sie merkt es selbst nicht. Alles ist in bester Ordnung. Sie sieht das Messer nicht. Sie hat gar keine Ahnung, was ihr gleich passieren wird. Jetzt hat sie eine Ahnung. Komm mal mit. Komm schon. Wir müssen noch wem anderen umbringen. Wir sind ein bisschen in Zeitnot gerade. Ich glaube, ich muss gleich den Unterricht mal ausfallen lassen. Ich kann sie nicht quasi verstecken, oder? Warum kann ich sie nicht verstecken? Mach schon die Tür auf! Was geht eigentlich die Tür auf? Das ist irgendwie so unnütz. Es gibt so unnütze Türen hier. Komm mit. Komm schon. Komm. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da, Kokuna und sie sind da. Okay, lass sie fallen. Lass sie fallen. Sie ist es nicht wert. Wir müssen was anderes tun. Wir haben den perfekten Mord da hinten. Wo ist mein Messer? Wo ist mein fucking Messer? Oh nein. Wo hab ich mein Messer? Klos. Ich habe mein Messer fallen lassen. Nein, gib mir das Messer. Oh, sie dürfen nicht weggehen. Sie müssen noch reden. Oh mein Gott, ich habe alles versaut. Ich muss sie umbringen. Zwar beide. Ich habe ganz viele neue Infos gelernt. Warum so viele? Oh, ein Manga. Geil. Kann ich heute Abend lesen. So, ich würde sagen, ihr seid am Arsch. Jetzt ist die Frage, lasse ich die Leichen hier liegen? Und dann merken die Leute, dass hier jemand umgebracht wurde? Oder warte jetzt einfach bis Unterricht beginnt und schlepp die weg. Genau, das mache ich jetzt. Ich liebe dieses Spiel. gut, ich habe mich beruhigt. So. Lunchtime. Sie merken es einfach gar nicht. Hier liegt eine Leiche rum, das ist mir doch egal. Tralalalala. Ist eigentlich, das ist ja kein Cheaten, ne? Das ist ja ein Spiel eingebautes Feature. Ich muss echt warten, bis Lunchtime zu Ende ist. Oh, ich darf mich mit den Leichen nicht porten, das ist gemein gerade. So, die gehen alle wieder in Unterricht. Natürlich nur außer die Grünhaarige. So, es ist Class Time. Jetzt muss ich natürlich noch 3 Leichen entsorgen. Das ist jetzt nicht das Einfachste, aber das kriegen wir hin. Bin ich ganz unten? Nee, ich muss noch eins runter. Gut. Hey, es sind nur 3. Ich hatte schon mal mehr zu entsorgen, ne? Aber das ist schon mal okay. Das Blut wische ich das Blut auf? Ich meine, die Lehrer checken es eh nicht. Die sind zu dumm und merken nicht, dass ein Mord geschehen ist. Auch wenn sie Blut sehen. Ich weiß nicht, ob ich das Blut aufwische. Muss ich gleich spontan entscheiden. Was ich auch spontan entscheiden sollte, ist, ziehe ich mich gerade um oder hole ich erstmal noch die Leichen? Ich meine, wenn ich die Leichen hole, kann es sein, dass ich entdeckt werde mit dem Blutigen. Aber es kann auch sein, dass ich blutig werde. Ich hole jetzt einfach nochmal die Leichen und hoffe auf mein Glück. Ich need Glück. Ich brauche Glück. So. Ich brauche Glück. Ich darf nicht gegen zu viele Türen rennen. So, gut. Hi, Mädels. Wie geht's euch? Hängt ihr gerade so ein bisschen ab? Gut. Meine Witze werden immer schlechter. Bald bin ich auf Sarazan-Niveau. Oder habe ich ihn schon unterschritten? Ich weiß es nicht genau. Eins von beiden. Oder auch keins von beiden. Und vielleicht auch beides. hier lang. Wegen dir verpasse ich den Unterricht, das bist du überhaupt nicht wert. Überhaupt nicht. Hör auf, dich so komisch zu geben, du schwebst schon fast. Echt komisch. So. Komm schon, rein mit ihr. Und uns fehlt noch eine Leiche.
Vor allem, das merkt wirklich keiner. Die fehlen einfach so. Ich meine, wenn man länger als 2 Tage oder 3 Tage bei uns krankgeschrieben ist, ohne sich zu melden, dann war es immer so, dass also die Eltern mussten anrufen oder man musste eine Entschuldigung bringen, spätestens am 3. Tag, und dann haben die Lehrer sich mal gemeldet. Aber hier ist es ja so, ja, Schülerinnen fehlen, 3 Stück, es lag komische rote Farbtropfen auf dem Boden. Wird schon nichts Schlimmes passiert sein. So ist es irgendwie in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Warum ist da Blut an? In der Luft, in der Decke. Ach, egal. Komm schon, wir nehmen dich mit. Ich meine, okay, ich wollte sagen, wenn es so liegen lässt, dann stinkt er überhaupt nicht. Ja, okay, stinkt wirklich nicht. Aber gut. Klast, wann ist eigentlich zu Ende? Ich glaube, es ist jetzt gleich zu Ende. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, noch sauber zu machen. Ich will mich erstmal umziehen. Und mal sehen, ob ich es danach schaffe, sauber zu machen. Ich will es sauber machen. Ich will alles sauber haben. Meine rote Haarsträhne ist wunderschön. So. Mach mich nagisch. So. Gut. Gut. Ich sag mal so. 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 Warten. It's take a bath. Nein, es ist Afterschool. Verdammte Kacke. Gut. Gut. Aber oben sind jetzt gerade keine, ne? Gehen noch mal welche hoch nach der Schule? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Gut. Gut, gut. Dann kann ich meine Sache noch wegbringen. Ich glaube, so viel Zeit habe ich noch. Und vielleicht sehe ich mir einen neuen Club an. Ich meine, ich könnte ja mal so in den Karate-Club. Findet ihr nicht? Findet ihr eine gute Idee, ne? Gute Idee? Finde ich auch. Da, la, la, ich bringe nur meine Schulsachen weg. Die waren schmutzig. Erdbeersaft und so. Kirschsaft. Zu viel. Ganz viele Säfte. Mehrere Säfte. Viele Säfte. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Activate. Hi, Leute. Wie geht's euch? Gut, ne? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist nichts passiert. Nichts Außergewöhnliches. Bei euch so? Gut, alles gut. Gut, gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Die erste oder die zweite nach oben? Ich gehe jetzt mal 2 nach oben. Das ist eine Toilette. Gut. Super, Dani. Super, Dani. Was ist da? Ah, nein. Hier muss ich nicht hin. Warum sind die alle offen? Vielleicht, weil hier Schüler drin war. Oh, die werden auch so perfekte Mordopfer, mache ich morgen. Computerlabor, Audio, Video, oder Likörstaft, Fotografie, Info, Saving, was ist denn das nochmal für ein Club? Geht der schon auf? Also aufgehen sie alle, aber ist da schon was drin? Nee, das ist nicht das, was ich suche. Art, Biology, English, Senpai. Senpai. Oh, El Tushi, ich bin da festpackt. Oh. Ich liebe Senpai. Hier bin ich irgendwie falsch. Muss ich einen runter? Ich glaube, ich muss einen runter. Kann das sein? Science Labor. Workshop ist nicht, ne? Oh, jetzt geht er schon auf. Nee. Was ist hier drin? Material Arts Club suche ich. Hier, das ist er. Hi, ich möchte einer von euch werden. Ja, ich möchte. Was? Ging's nicht? Oh, ich bin drin. Nein, denke ich nicht. Nein. Mein Bildschirm fällt sich gerade ab. Oh. Nein. Ja, tut mir leid. Ich wollte mich nicht erschrecken. So, jetzt bin ich in den Club drin. Jetzt bin ich stärker. Hui! Mach ich morgen mal mit im Club. Ich muss gerade noch einen Fleck beseitigen. Oh Gott, das sind so viele Flecken. Zwiffer, wischen. Okay, ist mir scheißegal. Flecken sind egal. Da merkt halt jemand, dass ich halt Kirschstoff versendet habe. Ist okay. Wo ist der Club? Dann will ich doch mal mit dem Club trainieren. Ich habe jetzt schon wieder verloren. Da ist er. Ich bin gut. Hi, ich möchte mit euch trainieren. Ja, ich danke. Wie oft willst du mich bitte noch beglückwünschen, dass ich hier bin oder was? Oh, 5. Da. Schön hier, ne? Hätte ich doch noch wegmachen können, aber ich bin zu faul. So viel Blut, Leute. Habt ihr das gesehen? So viel Blut. Viel zu viel Blut. Morgens ziehe ich mir eine Unterhose an, die Blut wegmacht. Ne? Wie geht's dir eigentlich so? Oh Gott. Ich bin zu schnell. Hi, nochmal. Ich bin's nochmal. Ich wollte dir nur sagen, du siehst toll aus.
Oh, wie langsam das hochgeht. Ich vermisse das Cheaten. Oh Gott, ich bin... Ich wollte gerade sagen, ich bin live dabei, wenn sie sich umzieht, aber okay. Das ging echt schnell. Wir sind Zauberer. Es gibt ja so Zauberer, die sich auch so ganz schnell umziehen können. Die sind voll cool. So. Darf ich jetzt mit dir trainieren? Also, jetzt, ne? So. Ja, danke. Ich weiß, dass ich willkommen bin. Oh. Yeah. Treten. Schlagen. Treten. Mystery Plus. Was? Auf einmal. Was? Auf einmal interessiert ihn Blut. Das ist auch nach einem neuen Update erst. Blut hat ihn nie interessiert. Ja, wie gesagt. Blut hat sie nie interessiert, aber Gott sei Dank, ich komme nach Hause. Es hat wirklich nie jemand interessiert, ob da Blut lag. Hör auf, realistisch zu werden. A young one against the use of magical notebook to... Gut. Lese ich. Life Note 2. Gut. Life Note. Warum kann ich das gar nicht lesen? Gut, ist egal. Ich gehe schlafen. Ich gehe jetzt schlafen. Aber sollte doch niemand mitkriegen, dass ich Leute umgebracht habe. Gib mir mal die andere Unterhose. Ja, hier. Weniger Blut. Habe ich die jetzt? Ja, die habe ich equipped. Ich möchte weniger Blut haben. Also in meinem Kopf soll es ruhig viel Blut sein, aber halt im Kopf der Opfer. Das ist halt das Wichtigste, dass die nicht bluten. Man will ihnen ja nicht unnötig Schmerzen bereiten. Warum rede ich wie ein Roboter? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hoch. Wo ist denn jetzt? Irgendwie verbringe ich die halbe Zeit damit zu suchen, wo jetzt was ist. Ich glaube, hier war der eine Raum. Ich teleportiere mich doch sonst immer hin. Das ist nicht, ne? Ich suche den Computerraum. Hat den jemand gesehen? Nein? Gut. Hier ist er. Wie gesagt, sonst teleportiere ich mich hin und dann stehe ich irgendwie hier und dann kann ich so machen, was ich möchte. Jetzt geht's aber momentan nicht. Gut. Kommt her, meine Schüler. Ah, ihr seid so süß. Hi. Du siehst toll aus. Wollte ich nur machen, damit meine Beliebtheit hochgeht. Und ihr auch nochmal sagen, wie schön sie aussieht, damit meine Beliebtheit hochgeht. Und Leute. Der Tiger schleicht sich langsam an seine Opfer ran. Der Tiger greift aus dem Hinterhalt an. Der Tiger nennt sich selbst gerne der Tiger. Der Tiger muss aufstehen, weil er sie noch nicht umbringen kann. Der Tiger merkt, dass der Freund des Kätzchens, den er umgebracht hat, nichts merkt. Dir geht's aber gut soweit, ne? Also, da ist alles okay? Dir geht's, also, bei dir ist alles so klar, ne? Gut. Leute, irgendwie macht er mir Angst. Ich glaube, er lebt noch. Das ist so ein Todeskampf. Er ist merkwürdig. War schon immer. Ein merkwürdiger Kauz. Ich krieg ihn nicht mehr... Nein, ich krieg ihn noch nicht weg! Hallo? Kannst du mal bitte? Hallo? Ja, ich möchte dich... Ich glaube, Leute, ich habe verloren. Ich krieg den Typen da nicht mehr raus. Komm, entpack dich. Komm schon. Ich krieg ihn da nicht raus. Wo ist sie? Sie krieg ich auch nicht raus. Sie hat sich festgepackt. Oh nein. Und ihr Kopf sieht merkwürdig aus. Irgendwie unbequem. Warum? Ich habe euch alles gegeben. Alles in meiner Macht stehende. Oh, komm schon. Komm schon. Ich krieg die da nicht raus. Ich gehe zu einer Lehrerin und sag mal Bescheid, dass die da festhängen. Ich hasse euch. Ey, Frau Lehrerin, da hängen so ein paar Leute fest. Ich glaube, die sind tot. Ja? Was? Nein, eigentlich kein Witz, aber... Ich wollte Ihnen sagen, da hängen so ein paar Schüler gerade so ein bisschen zwischen den Computern fest und haben sich da scheinbar verletzt. Ob Sie mal helfen wollen? Nein, wollen Sie nicht? Okay, gut. Gut. Leute, ich liebe dieses verbuggte Spiel über alles. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Und schreibt mir doch auch mal, was ihr in den nächsten Part gerne sehen wollt. Wenn ihr solche Ideen habt. Bis nächstes Mal. Ciao.